Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Mathilde hat sich vor allem ein bisschen schlau gemacht für ihre Gärtnerei, die sie jetzt aufbauen möchte. Und da ist natürlich wichtig, erstmal zu wissen, wie mache ich eigentlich Kompost? Und ich habe mich ein bisschen schlau gelesen und wir brauchen Knochenmehl. Heinrich hat ja schon vor einigen Folgen herausgefunden, dass mit dieser wunderschönen Mahlstein kann man Knochenmehl herstellen. Und dazu kann man Knochen nehmen. Man kann aber auch die Reißzähne nehmen von, wie heißen sie gleich? Krokodile. Krokodilen, dankeschön. Und ich probiere jetzt auch mal, ob es mit dem Horn funktioniert. Und ja, es funktioniert auch mit Hörnern. Und aufgrund der Tatsache, dass wir bis jetzt noch keine alternative Verwendung für die gefunden haben, landen jetzt erstmal dieses ganze Gedöns in der Knochenmühle. Genau, und dann kannst du. Also Reißzähne und Hörner landen jetzt erstmal in der Knochenmühle. Ah, stimmt, du hast auch ein besseres Schwert für mich gebaut, ne? Ja. Dann bin ich mal Mittelwaffe, verkrüppelt, Gesundheit. Oh, kann ich vergleichen, warte mal. 19 Schaden. Und genau, was braucht man noch für einen Kompost? Man braucht noch verrottetes Fleisch und Pflanzenfasern. Und Zeit. So, und da wir immer irgendwo verrottetes Fleisch haben, jetzt werfen wir es nicht mehr weg. Jetzt kommt es schön in unseren Komposthaufen, damit wir schön Pflanzen anbauen können. Sowas wie Aloe Vera. Und müssen wir mal gucken, was da noch alles so geht. So, wollen wir gleich weitergehen, also Richtung grünes Gebiet? Jo, können wir machen. Zack. Ich fange hier schon mal mit dem Kompost an. Ja, ich guck mal, was unsere Sklavin macht. Oh, fast fertig, die Gerberschlampe. Cool. Na, was sind denn das hier für Ausdrücke? Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen, das wollte ich denken. Dann brauche ich ein Tuckholz und ein Tuckstein vielleicht, um meine Pike zu reparieren. Genau, wir wollten nach Osten laufen. Da sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Oh, oh, oh. Bevor ich es wieder vergesse. Ja, Katze, danke, dass du über meine Maus läufst. Ich nehme was zu essen mit. Du kannst dich nicht reparieren, verdammt. Warum kann ich den verdammten Eiselpickel... Ah. Erst fluchen und dann kann man reparieren. Okay. Ich will nicht die kompletten Fleischfetzen mitnehmen. Nehme ich eben das Menschenfleisch mit. Fleisch ist Fleisch. So, jetzt bin ich wirklich bereit zum Loslatschen. Okay. Erstmal müssen wir da lang, wo wir letztes Mal aufgehört haben, quasi. Genau, wir müssen jetzt erstmal ganz weit runterlaufen. Also an dem möchte ich jetzt, der ist ein bisschen größer, den möchte ich jetzt nicht töten. Nicht im Nahkampf. Und wir müssen, glaube ich, sowieso auf die andere Flussseite. Wenn ich die Karte richtig gelesen habe. Ja, es ist erstmal egal. Der Fluss wird da breiter, quasi. Kann ja hier schon mal hier so rüber bewegen. Ah, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ach ja, und es gibt Pflanzen ja auch hier unten, die man quasi sammeln kann. Habe ich glaube schon mal erzählt. Naja. Wie taucht man ab? Einfach tauchen. Einfach. Oh, ja. Kaninchen! Ach so, auf C. Wie bei Witcher. Und natürlich, man kann auch unter Wasser ganz normal Pflanzenfasern sammeln. Ja, das sind dann die Algen halt, ne? Genau. Ich wette mit dir, es gibt bestimmt hier bestimmte Orte, wo du bestimmt Schätze sammeln kannst oder sowas. Ja, es gibt bestimmt hier auch besondere Pflanzen. Hier jetzt da dieses orange Gedöns da, das kann man bestimmt nehmen, um Sachen orange zu färben oder so. Gehe ich auch von aus. Ja, ich arbeite mich da ja gerade so langsam ein bisschen rein, was man so alles machen kann. In Thema Scheiß. Farben, meinst du? Zum Beispiel auch.
halt diese komischen kleinen Mutantenviecher. Dumm, da dumm. Upsala. Willst du? Oder soll ich auseinandernehmen? Also ist das heute Messer, dann mach du mal lieber. Ja, heute gab das. Ich laufe, ich laufe, ich laufe, la 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 la. Wo laufe ich lang? Ich weiß es nicht. Nee, rechts konnte man. Ach nee, doch nicht. Keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Da oben ist auf jeden Fall eine größere Siedlung, ja. Ist aber auch auf der anderen Seite. Da unten ist auch noch ein kleines Lagerfeuerchen. Hm, da ist aber hinten nur einer ab. Ja. Ups. Ah, Kroko links. Kannst aber weiterlaufen. Ja. Geradezu, da gehen wir durch so ein. Sieht cool aus eigentlich. Also ja, links weiter. Mhm. Bau den mal um da. Sieht schick aus. Da oben hätte man auch eine Basis bauen können. Mhm. Ja, hat auch was. Mit so einer eigenen kleinen Brücke. Genau. Da vorne sind Menschen. Wollen wir auch ein bisschen Menschen nebenbei jagen? Weil du brauchst bestimmt Herzen. Oh, hier sind gelbe Pflanzen. Und Kroko. Oh. Ich kümmere mich um Kroko. Okay. Hey. Okay, Kroko tot. Pflanzen alle geerntet. Warte. Ja, mach du den mal tot. Heute den mal. Ich war gerade. Keine Ausdauer mehr. Ach ja, Mensch, töten. Mensch, töten. Wie viele Menschen haben wir denn da bei dem Lagerfeuerchen? Oh, und so ein komischer. Zwei, einer sitzt, einer steht. Gut, das heißt für jeden ein. Ein Herz für dich, eine leuchtende Essenz für mich. Ich kann sie auch erst herzen und dann konntest du sie ja weinen. Das ging ja, glaube ich. Nein. Auch. Häuten ging, aber nicht die leuchtende Essenz. Hey du, bleib mal hier. Hey du, Horst. So, dann nehme ich den hier. War ein Schmelzer. Ja, häuten kannst du ihn ja trotzdem. Jo. Gib ihm schöne Häute. Hattest du Knochen bekommen vom Kroko? Nein. Aber ich habe Reißzähne bekommen. Du ein Arschloch, Kroko. Mal gucken, ob die in die Truhe haben. Ich habe das falsch gegessen. Scheiße. Nö. Hier ist nichts mäßige. Ich habe eine Lebensmittelvergiftung, weil ich das falsche Fleisch gegessen habe. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, hier sind wieder gelbe Pflanzen. Was ist das überhaupt hier? Gelbblüte. Gelblotusblüten. Achso, ich habe irgendwie nicht so schnell lesen können. Ah, da vorne ist Aloe. Ich weiß doch nicht, was man mit dem Aloe-Extrakt machen kann. Ja, Heilung. Immer Heilung. Aloe, das klingt... Kroko, es hört sich nach Kroko an. Nee, kein Kroko. Ich hau's tot. Gut, dir. Danke. Ich wollte nicht die Eier, ich wollte nur die Pflanze haben. Ich wollte die Eier. Und ich brauche mal ein bisschen Stein. Ein bisschen Holz. Dann muss ich nicht mal meine Waffe reparieren.
nicht, dass die im Gefecht kaputt geht. Das wäre voll doof. Ich habe schon Aloe-Pflanzen tatsächlich bekommen. Mit Aloe-Extrakt kann ich jetzt auch mittlerweile machen. Und was ist das für eine Pflanze? Kriegsfaser. Eine Pflanze. Ja. Sind wir jetzt gerade? Okay. Also aus diesem Gelblotus-Extrakt kann man irgendwie auf jeden Fall was Betäubendes, Berauschendes machen. Hm. Vielleicht für Gegner oder so. Hm. Einmal heute. Ach, du hast auch einen? Ja, ich habe auch einen. Oh, warte mal. Kann ich die auch vielleicht Herzen rausreißen? Versuch's. Nee, löst sich gleich auf. Na toll. Da sind Menschen. Zwei Stück. Ach, komm, können wir auf den Rückweg machen. Okay. Oh, meine Vergiftung ist vorbei. Das gefällt mir. Wo bist du? Links von dir. Ja. Rechts von dir, meine ich. Entschuldigung. Ja, ich hab dich schon gesehen. Hier ist leider ein Lagerfeuer. So was Dummes, dann müssen wir dir jetzt töten, was? Ja. Warte. Lass mal den hier. Oh. Ah. Oh, er hat mich durchbrochen. Meine Verteidigung. Scheiße. Hilfe! Hilfe, Heinrich, Hilfe! Erledigt. Super. Ich darf nämlich keinen einzigen Schlag mehr abkriegen. Dann geh mal von dem Vieh da weg, nicht, dass es dich noch angreift. Okay, wo war der andere Mensch? Kannst du hier halten. Wo war der andere Mensch? Lass das Vieh erstmal vorbeigehen. Hier. Da. Hast du? Ja. Ich hab dich voll getroffen. Boah, gut, habe ich jetzt ein bisschen. Muss ich mal was essen. Oh, violettes Färbemittel. Zur Not habe ich noch dann Ambrosia. Das ist gut. Gönn ich mir mal was davon. Hätte ich vielleicht auch mitnehmen sollen, ich töte. Ich weiß nicht mehr, bis wohin genau das damals nicht mehr ging. Auf der Map. Oh, wo ist mein... Meine Fackel ist weg. Soll ich dir eine machen? Oh ja, du kannst gute Fackel machen. Die kann ich nicht. Mach mir mal bitte eine Fackel. Ja, warte, und ich brauche nur ein klein bisschen Holz. Moment. Kann ich dir geben? Ne, hab ich schon. Alles gut. Ist ja schnell gemacht. Fackel herstellen. Bitte schön. Oh, wackeln. Dann lass mal weiter. Jo. Ich habe auf jeden Fall viele Pflanzenfasern gesammelt, das ist auch gut. Die verbrät man ja auch wie sonst was. Na, und denk dran, hier ist Gras, hier könnten Fettraupen irgendwo rumliegen. Fettraupen sind auch immer gut. Leider habe ich irgendwie die Fettraupen nicht so im Blick immer. Es ist. Ich laufe bestimmt. Da vorne ist wieder ein Lagerfeuer. Fünf. Ich sehe mindestens drei Menschen. Ja, vier. Lass mal die mal stehen. Ey, Achtung, hinter dir!
Noch einer hier. Wer ist noch ohne Fahrschein? Also ich habe schon 92 heute übrigens. Ja, super. Ja, wo bist du? Komm her. Oh, bist du klein. Hab ich ja gar nicht gesehen. War ja getarnt hier im Gras. Oh, Sprengdrüsen. Das war ein anderer irgendwie. Ja, ein kleiner irgendwie. Ja, der hat Sprengdrüsen gehabt. Oh, da sieht es richtig schön grün aus hier. Und hier ist auch ein Teil der Außenmauer. Oder soll es einfach nur ein Steinchen sein? Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Was, du Schwein, du Scheißvieh. Ey, ich hab dich nicht angreifen wollen. Ich wollte den angreifen. Ich wollte dich nicht angreifen. Ich wollte den da angreifen. Bleib stehen! Feiger Hund! Stirb wie so ein Geißbock. Mann. Nein, ah! Was machst du? Wo bist du? Ich hatte den Zuchtmeister angegriffen. Ah, ich war gerade im Menü. Hilfe! Ja, Hilfe! Lauf an mir vorbei. Ich züchtige dich, Zuchtmeister! Ich wollte eigentlich mal T-Bagging mit dem machen. Aber das Herz krieg ich. Okay. Will dein Herz, du. Pass auf, Indy. Ich wollte doch hier gerade. Ich frag mich, ich habe nämlich hier eine Bienenkönigin bekommen, tatsächlich. Ja, die habe ich auch schon mehrfach gekriegt, aber irgendwie. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie Imkerkram machen kann. Also, es ist auf jeden Fall irgendeine Zutat. Oh, wo bist du? Hier oben nicht lang gelaufen. Okay, warte. Ah, hier ist auf jeden Fall schon ein Bereich, wo wir, glaube ich, früher nicht hin konnten. Ist auf jeden Fall der Zug mit dem Grün. Ja. Sieht schon mal ein bisschen anders aus. Oh, da wird wieder Wüste. Ah, rechts ist ein Tempel. Sehe ich auf der Karte. Oh ja. Also quasi Wüste. Da sind auch so versunkene Dinge. Genau, da geht's bestimmt zu einem Dungeon. Ah, ich trinke mal dann Ambrosia jetzt hier. Mach das. Du hast nicht zufällig noch eins? Nee, da war nur eins drin. Schade. Ja, wir brauchen mehr von diesem Zeug. Ja, dafür brauche ich mehr Menschen. Wollen wir trotzdem einmal hingehen, dann können wir was mal... Was das markiert ist? Genau. Können wir machen, ja. Skorpione gibt's da, sehe ich jetzt schon. Und oh. Steinviecher oder ne, irgendwie was anderes. Das hat einen langen Buschelschwanz. Da auch. Puma, oh ja, das Panda. Ist was an. Das könnte sein. Ich hab da keinen Bock hin. Irgendwie traue ich mich nicht. Ich mich auch nicht. Wir könnten hier auf so ein Ding klettern und versuchen mal einen so ein... Da sind noch mehr Skorpione. Oh ja. Auch riesige Skorpione. Ja. Ich meine, wir könnten es wagen und auf so ein Hörnchen draufklettern. Ja, mal gucken, wie der Gegner so drauf ist, ne? Was der so kann. Pass auf, dann kommt der hier hochgesprungen. Sieht sehr agil aus. Kommt aber nicht hier hoch. Was denn treffen? Nee, ich treffe ihn nicht. Es scheint aber auch ganz gut was auszuhalten. Das hält was aus. Das hält was aus. Na, es kommt gleich der zweite, pass auf. Also ich glaube, das ist noch außerhalb unserer Liga. Echt? Ja, es kommt Nummer 2, es kommt Nummer 2. Oh ja. Die sind außerhalb unserer Liga. Ich bleib bei den Krokodilen. Ja. Meinst du meins jetzt abhauen? Mhm. Okay. Hui, weg, 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 weg.
Gut. Wir haben es zumindest mal ausprobiert. Ja. Wir haben uns nichts getan. Wir sind entkommen. Okay. Man muss ja so ein bisschen gucken, was so hier sonst noch ist, ne? Also auf jeden Fall, die Viecher habe ich noch nie zuvor gesehen. Auf jeden Fall neu. Für uns zumindest. Da ist ein Skorpion. Wollen wir einen Skorpion wagen? Kannst versuchen. Der sieht machbarer aus. Oh ja, der geht. Jetzt sollte mich nur nicht treffen. Ah, der ist so flink. Bleib doch mal stehen, du kleines, verficktes Teil, du. Ey, nicht weg, 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 weg. Oh, wenn ich da am Hauen bin. Sorry. Jetzt kannst du ihn kaputt machen. Ich hätte Chitin und Wundsekret. Ich hätte dich fast getötet, du. Nicht gut. Unter Wasser, was ist das oder? Denn hier? Ja, was ist das hier jetzt? Wie komm ich mal runter? Kann ich das abbauen? Tauchen! Wir gehen immer tauchen auf C, ne? Ja. Ach, das kann ich nicht abbauen. Schade, das sieht nur cool aus. Oh ja, das sieht wirklich cool aus. Hm. Kann man nicht abbauen? Nee, ich hab's gerade versucht. Das hier? Das geht, ist aber normaler Stein. Gut zu wissen. Und hier sind nochmal normale Pflanzen. Ach, warte, nee, das sind andere Pflanzen, glaube ich. Nee, das ist auch Oranger. Ficus, den haben wir auch bei uns. Ja. Hey, atme. Oh, ich muss mal ganz dringend an Land. Haha. Huhu. Puh. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Okay. Ja, wir könnten jetzt natürlich noch... Ah, da kann ich Markierung machen. Wir können jetzt auf die andere Seite und dann wieder zurückgehen. Mhm. Na, also hier noch so ein Stückchen rüber und dann gehen wir auf die andere Seite und dann... Ich gehe schon gerade quer rüber, weil ich auf der Insel schon weitergegangen bin. Ach so, okay. Du bist zurückgeschwommen oder so, ja? Mhm. Da ist doch ein Pfad irgendwie hoch. Das sieht auch ganz gut aus. Oh, Kroko gegen großes Fieber mit leuchtenden Augen. Oh, mehrere Krokos. Das sind keine Krokos! Das sind, Drachen! Wie heißen die Dinger nochmal? Warane. Warane. Ich weiß nicht, ich bin weg. Das war eine sehr schöne Aussage. Ich weiß nicht, ich bin weg. Ja, gegen Kroko hätte ich mir eingenommen, aber Warane weiß ich nicht, wie die, sind. Hm. Da habe ich schon nicht gegen gekämpft. Kann ich nichts zu sagen. Habe ich keine Aktien drin. Jetzt haben wir uns, glaube ich, langsam verloren, ne? Ne, wir sind auf derselben Insel. Müsste ich dich sehen. Noch eine Insel? Oh ja, ich bin irgendwie hinter dir ein Stück. Ah, ich sehe dich. Jetzt sehe ich auch. Dann warte ich nochmal ein Momentchen. Hallo, lieber Heinrich. Warte mal, wie war denn das? War das Q? Oder war es X? Ne, X war es nicht. Ich guck gerade nur, wie man interagieren konnte. Man konnte auch irgendwie Hallo sagen und so ein Käse. Wie war denn das? Auf 1? Nee. 1 ist die Waffe. Gut, ich weiß es nicht mehr. Warte, warte. Was, V? Ah, nee, V sehe ich mich selber. Oh. Auf R. Warte mal. Oh. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich mal... Ich weiß, ja. Aber ich, Oh. Wollte mal... bisschen luftig. Warte mal. Hast du den extra groß gemacht? Ich glaube, da war so. He-Man. Du, 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 du. Ich finde das Bild etwas verstörend. Ah, jetzt sehe ich ihn auch mit dem Menü. Geh weg. He-Man. So. Nee, ich glaube, beim ersten Mal habe ich ihn lang gemacht. Dann hatten wir aber damals irgendwie Probleme gehabt. Dann beim zweiten Charakter, den ich erstellt habe, habe ich extra ganz klein gemacht. Was ist das? Und, ja, beim letzten Mal habe ich einfach nur schnell fertig machen und... Siehst du das da oben? Oh, was ist das denn? Ich wette mit dir auf jeden Fall... Irgendein Bossvieh. Fünf Totenköpfe. Ich schieß mal an. Ne, drei. Oh! Es lag die...
Jetzt steht es erst auf. Er hat mich angeschossen. Und ich glaube, wir sollten mal gehen. Mathilde ist weg. Ja, angemessene Reaktion. Ich bin auch weg. Ja, komm, wirklich. Wir sind weg. Ich glaube, dann ist der dreiköpfige Kroko einfacher. Was ist der? Bestimmt einfacher als das Vieh gerade hier. Der hat da auch drei, oder? Ja, drei Totenköpfe, aber ich glaube, der war bestimmt härter. Oh, ich habe irgendwie jemanden gehört, der gerade Aua geschrien hat. So, oh! Na, ist bestimmt hier oben irgendwas. Was denn? Ich habe da was gegessen. Achso. Ich dachte, deinem Charakter geht's nicht gut. Nein, nein, ich habe was gegessen. Aber irgendwas richtiges, tolles, neues haben wir jetzt nicht gesehen, also... Nö, sah jetzt ganz nett aus, aber... Wir haben halt ein bisschen Pflanzen gesammelt, aber... Gab ja nur eine. Quasi, aber ich hätte es irgendwie... Es war jetzt so ein netter Ausflug, aber... Ich glaube, bevor wir uns wirklich weiter wegwagen können, brauchen wir wirklich etwas bessere Waffen und so noch. Hyäne vor uns. Die kümmere ich mich mal drum. Und Kroko links. Hyäne. Hallo. Ey. Mama. Ich muss die Krokos. Oh, jetzt hat er. Jetzt habe ich seine Aufmerksamkeit. Drei Krokos. Scheiße. Alter. Oh, vier Krokos. Ah. Ah. Was ist Kroko? Oh, Kroko. Kroko. Oh, oh. Okay. Dann, ernte mal. Du kannst ja mal die Krokos mit der Axt, dass wir wieder Knochen kriegen. Ich mach die eigentlich mal mit der Spitzhacke. Okay. Ich krieg auch, Knochen mit Spitzhacke. Okay. Und mit dem Häutemesser kriege ich keine Knochen. Oben ist auch wieder irgendeine Siedlung. Die haben mich zwar jetzt wieder ein bisschen erwischt, aber oben links ist auch irgendwas. Was ist das denn? Ah, das ist Bibi Kroko. Dich töte ich. Oh, das ist Bibi Kroko. Das ist ja süß. Das ist ja putzig. Du Bibi Kroko. Bibi Kroko. Komm her. Komm her, du Bibi Kroko. Komm her. Komm her. Oh, das quietscht so süß. Sagte sie, bevor sie es tötete. Oh. Tierquälerin. Ich brauche was zu essen. Das hat nichts mit Quälen zu tun. Ich brauche halt. Komm mal hier außen rum, ja. Oh, wir können hier sogar durch. Ah, Abkürzung. Abkürzung ist immer relativ, ne? Das weißt du schon. Ja, keine Lust, außen rum zu laufen. Okay, es war eine Abkürzung. Das hier ist wieder ein bisschen grün, aber kein Eisen oder so. Warte, da oben sehe ich Eisen, glaube ich. Ach nee, das ist ein Holzding. Aber hier oben kann ein Spinn begegnen. Irgendwo hier ist... Nee, das war näher an der Höhle. Irgendwo so ein bisschen parallel zum Fluss sind mir nämlich mal Spinnen begegnet. Also hier auf jeden Fall ist nichts. Oh, sind wir dann schon zu Hause? Nein. Okay. Sah mir gerade so bekannt aus. Wir sind noch nicht dabei, diesen. Ich dachte gerade, das wäre der Baum gewesen, wo wir quasi unser See haben da. Nee, nee, wir sind noch nicht bei Balatas Grab. Und da ist nochmal eine richtig große Siedlung.
Geh mal kurz Luki Luki machen. Oh ja, das ist eine größere Siedlung. Ja. Da werden die auch bestimmt was Besseres. Ah, unten kann man auch runter gucken. Da ist auch noch eine kleine Siedlung. Am Wasser und Viecher und kein Eisen. Gibt's doch nicht. Wo bist du schon wieder weitergelaufen? Ja. Ah, okay. Hallo. Erst sehe ich dich nicht und dann hüpfst du und dann sehe ich dich. Okay. Nee. Da geht's nicht lang. Also hier runter. Ja. Man muss ja so langsam mal seine Umgebung ein bisschen kennenlernen. Ne? Ja, klar. Wir können jetzt auch mittlerweile mutiger werden, da wir ein bisschen besser ausgerüstet sind. Aber es geht noch besser. Definitiv. Da vorne ist ein Mensch. Einer ist okay. Zwei. Einer hält Wache. Ah, das ist das, was ich meinte. Warte mal ganz kurz. Ah, dann gab es nach dieser Siedlung, das gab es da schon gar nicht mehr. Weil ich weiß, die Siedlung war sehr am Ende, glaube ich. Oder ich erinnere mich falsch, das kann sein. Doch, doch, nee, erinnerst dich richtig. Das war so eine richtig große Siedlung und da hatten wir hier unten irgendwo unsere Dings hingestellt. Betten unsere Schlafbetten, so. Genau. Ja, der hat sich gerade bereit gemacht, wir können aber auch vorbeischwimmen. Weil ich nicht weiß, wie viele Typen da auf uns warten. Weil da halt die Siedlung hochgeht. Ja, doch, ich kann mich an diese Steintreppe erinnern. Das war ein ganz schöner Akt. Genau, und ich glaube, dahinter konnte man noch ein paar Meterchen gehen, aber da war nichts. Ja. Ah, aber da ist noch ein bisschen Aloe. Oh, ich habe Aloe-Samen bekommen. Juhu. Ich halte jetzt mal die Augen auf diesen dreckigen Fettrauben, aber... Fettraube! Nee, war nass. Ein Stein. Ich dachte auch gerade, aber... Krokodilo. Hm? Oh, Kroko. Hörst du mal? Geht doch. Achso. Ich blute noch, dieser dreckige Kroko. Aber jetzt möchte ich mal ein bisschen den Kampf vermeiden, weil okay. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Warte, ich muss kurz was essen. Boah, hier liegen ja ganz schön viele Äste rum. Mann, Mann, Mann. Das kriegt man ja auch gut nebenbei mal so. Ja, beim Baumhacken eben. Ja. Ah, oben ist einer. Kroko links, ich renn vorbei. Oh, Eisen. Oh. Aber nur ein. Nee, hier unten ist auch noch einer. Ich nehme die mal. Ich lass dich den mal machen, weil ich bin tatsächlich schon rot. Ja, dann geh mal weiter. Okay. Toll, aus diesem Eisen gab es nur größtenteils normalen Stein. Hm. Guck mal hier oben nochmal kurz. Irgendwas Tolles kann man bestimmt auch aus diesen Wüstenbären noch machen. Die kann man bestimmt, da kann man bestimmt noch mehr mit anfangen, außer sie nur zu essen. Wüstenbärenbrei oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gerade Samen für Wüstenbeeren auch bekommen. Ich sehe schon, ich werde ganz viele Pflanztröge noch machen. Aha, Enghalsspanne sind wir. Ja, viel Eisen gab es nicht. War eine Enttäuschung. Aber hier gibt es eine ganze Menge Aloe-Blätter. Oh, hier ist nochmal Eisen. Oh, das kriege ich bestimmt noch mit. Jetzt müssen wir ein Stückchen schwimmen.
Wir sind in der Nähe von dem Dungeon. In dem wir waren, ne? Ja. Und hier um die Ecke wartet direkt ein Koko. Hallo ist und tschüss. Schneller als ich im Wasser? Das weiß ich nicht, wie es im Wasser aussieht. Oh, du lockst ihn weg. Okay, nicht mehr. Ja, hast du ein bisschen Probleme zwischen den Bäumen zu laufen, ne? Hm. Ja, du wirst nochmal verfolgt von anderen Koko. Was? Du hast es mit den Krokodilen. Das ist jetzt aber eine Fettraupe. Boah, hast du es gut, du hast eine Fettraupe gefunden. Ah, ich hab sogar zwei Fettraupen. Boah. Weil die halt richtig gut. Hier ist noch eine Fettraupe. Oh, ich will auch eine. Soll ich dir dann eine abgeben? Ja, ich will eine Fettraupe essen. Schöne, fettige Fettraupe. Lecker, ja. Lecker, lecker, lecker. Mmh. Fettraupe. Mmh. Hier ist noch eine Fettraupe. Ich regeneriere mich aber nicht so fett wie früher. Ja. Aber es geht. Mir fällt ja eigentlich richtig auf, aber ich laufe da immer dran vorbei. Ja, ich hoffe, ich werde mal so einen Aloe-Extrakt machen. Ah, die hat mich jetzt echt nicht viel geheilt. Nehm ich Koko, auch nicht. Koko. Ja, ja. Aber mittlerweile habe ich ja auch meine Lebensenergie erhöht, quasi. Vielleicht reicht dann die Fettraupe nicht mehr. Ja, also wie gesagt, Ambrosia haben wir festgestellt, das geht ja ganz gut. Upsala. Ambrosia ist der Hit. Und ich guck mal, ich werde jetzt mal so einen Aloe-Extrakt machen. Mal gucken, wie es damit aussieht. Und ich sehe noch ein bisschen Eisen voraus. Ach ja, hier sind ja auch noch Schildläuse. Hm? Schildläuse? Achso. Ja, hier, wenn man die... Hm. Kann man bestimmt für Färbemittel nehmen. Genau. Ich werde da mal so ein bisschen rumprobieren. Dass wir schöne Kleidung kriegen. Mathilde, ist die Deko-Tussi? Ja, einmal möchte ich auch ein Objekt einfärben, aber nur, weil ich das als Mission habe. Sonst interessiert mich das eher weniger. Hyäne voraus. Zwei Hyänen. Oh, scheiße. Drei. Geh weg! Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, dein Schrei bedeutet, dass du gestorben bist. Nee, ich habe nur Huaa gemacht. Ja. Bin's auch schon wieder ein bisschen hochgeheilt. Ich jetzt nicht mehr. Nee, ich bin jetzt wieder auf 100. Also, 100 von 264, aber... Darauf eine Fettraupe. Da oben ist noch mehr Eisen. Ja, da oben ist auch noch irgendwie Hyäne oder so. Ach, da ist noch. Okay, lass uns. Außerdem bin ich voll. Ach so, das wusste ich nicht. Oh, reicht mir. Geradezu ist ein Koko. Oh. Vorbeirennen? Oder rechts rum? Renn rechts. Das ist eine Babyhyäne, da kann man dran vorbei. Und dann sind wir auch rechts hoch, weil links war Hyäne. Und hier kennen wir uns natürlich wieder aus, wie im Bilderbuch, da großer Baum. Da ist wieder Eisen. Oh, guck mal, da ist uns was anderes. Eisen gleich hier gefunden? Ja. Ja, nehme ich auch nochmal mit. Na gut, dann sammle ich hier noch ein bisschen Pflanzenfasern. Nochmal 100 Eisen nebenbei gefunden. Wieder zu Hause. Oh, Riesenkroko. Oh ja. King Kroko. Hallo, zu Hause. Ja, warte ab, wenn ich Giftpfeile habe, King Kroko, dann bist du King Giftpfeil Kroko. Was macht die Gerber-Tante? Noch nicht ganz fertig, aber fast. Okay. So.
ich mal zu meinem Komposthaufen. Oh. Alter, wie krass! Alter, wo bist du denn? Ich bin gerade zu meinem Komposthaufen gegangen. Wo soll ich denn den ganzen Pflanzenkrempel hinballern? Nicht in den Komposthaufen. Wieso, was ist denn, Alter, krass? Guck mal rein. Fettraupen! Alter Schwede! Dann packe ich hier auch Menschenfleisch rein, das kann auch sich verderben. Und dann habe ich hier noch 4 verdorbenes Fleisch. Ja, verdorbenes Fleisch immer rein. Ups. Nee, ich wollte, wir brauchen eigentlich noch eine Truhe für dein Pflanzengedöns irgendwo. Stimmt. Ich pack das hier oben. Hier oben hast du eine Truhe hingebaut. Dann packe ich da was rein. Da hast du auch ein paar Arbeitsbienen drinne. So, Aloe-Samen packen wir da mal hin. Ich habe jetzt mal Samen gepflanzt. Ich habe jetzt mal Aloe-Samen gepflanzt. Aloe-Samen habe ich auch 2 Stück noch. Wüstenbeerenbusch-Samen habe ich jetzt auch mal gepflanzt. Dann habe ich noch ein paar Knochen, die zermahlen werden können. Ja, denk dran, dass du aus den Knochen auch Dings machst, ne? Dings? Dings. Und Bums. Genau. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus wolltest, aber... Dings. Ja, Dings, aber welches Dings? Pfeile! Du machst ja aus den Pfeilen auch immer. Ja, ich mach aus den Knochen immer Pfeile, genau. Genau. Denk dran. Hatte ich jetzt auch eigentlich vor. Gut. Damit ich wieder Platz kriege. Dann esse ich nochmal eine Fettraupe, weil die so lecker schmecker ist. Oh, jetzt habe ich. Ja, das war die letzte, okay. Moment mal, da waren 500 drin, 50 Stück drin. Ich habe mir aber auch keine rausgenommen. Aber jetzt, wo du es sagst, teile ich die mal auf. Ich nehme mir mal zu 12. Bis ich meine Ambrosia habe. Ach ja, genau, Ambrosia. Da war was, ne? Ja. Wollte ich ja was machen. Aber ich kann leider nicht viel Ambrosia machen, weil ich nur 2 schwelende Essenz bekommen habe. Aber ich habe ja noch 5. Ich habe auch nur 2 Herzen bekommen. Seht ihr die Tür? Ein Ambrosia-Essig. Aber nicht zu viel. Weil das ist ja eigentlich so für unterwegs gedacht, wenn man wirklich Heilung benötigt. Ja, ist nicht verkehrt für unterwegs dann so. Dann packe ich 2 hier wieder in das Lagerfeuer. So. Aus dem gekochten Menschenfleisch ist nichts geworden. Ah ne, wir hatten hier nur Menschenfleisch reingetan wahrscheinlich, ne? Und das wurde dann gekocht im leibeigenen Topf. Nee, da habe ich gekochtes Menschenfleisch reingepackt. Ist nichts passiert. Und Tussi ist fast fertig, aber wirklich fast. So. Talentö. Was ist denn das mit Fischen? Das ist doch bestimmt irgendwie bei Überleben. Ich habe jetzt nämlich die Aufgabe, Fischen lernen. Also einen Fisch fangen. Frage ist, wie fängt man einen Fisch? Gute Frage, keine Ahnung.
So, Bandagen. Stufe 25. Oh, noch zwei Stufen, dann kann ich Bandagen machen. Primitiver Koch. Ah, Fischer muss man werden. Okay. Machen wir mal. Trocknen und konservieren. Mache ich auch mal. Ah, zum Rüstungsreparatur brauchst du den Kesselflicker-Lehrling. Ah, was ist denn, wo finde ich den Kesselflicker-Lehrling? Unter Überleben, ziemlich weit unten. Dann mache ich den gleich mal. Kessel. Da hast du dann ein einfaches Rüstungsreparatur-Kit und ein einfaches Waffenreparatur-Kit dabei. Ich hab den. Ach, da. So, was brauche ich denn für so eine Reuse? Den Kesselflicken? Ach. Der Kistenflicker, scheiße. Kesselflicker, was fehlt mir da? Rezeptfisch. Muss ich Schmied machen. Eine Schalentierfalle. Also ich brauche geformtes Holz, Zwirn und Äste. Das ist machbar. So. Zwirn hatten wir bestimmt noch irgendwo. Muss so rausfinden, wo. Ansonsten mache ich Zwirn. Ich glaube, ich mache Zwirn. Ich mache nur 10 Stück. Na, vielleicht noch mal 10. So. Und was war noch geformtes Holz? Da ist geformtes Holz. Dann stellen wir mal eine Fischfalle. Und eine Schalentierfalle her. Ich mache erstmal nur eine, um zu gucken, was die so machen. Ja. Also wie die so klappen und so. Oh, hier sind noch 24 Reißzähne. Geil. Die werden gleich erst mit Knochenmehl verarbeitet. Ah, da war es doch. Nein. Einfaches Reparaturkit. Ach, ist doch voll easy. Du brauchst nur Pflanzenfaser und Zwirn. Das ist ja Pillepalle. Ich gehe jetzt eine Fischfalle aufstellen. Dann gibt es mal Fisch zu essen. Das magst du doch so gerne. Ja, lecker Fisch. Warum kann ich das nicht bauen? Gehen wir nochmal raus. Nochmal rein. Machen hier Ziegel. Muss ich da was reinpacken? Ah, da kann man Insekten reinpacken. Okay. Ich sehe gerade, das Video geht schon lang genug. Ich würde sagen, wir überlegen uns, was wir nächstes Mal machen. Ein bisschen Kundschaften waren wir ja bis hier quasi. Bis hier sind wir gekommen. Mathilde versucht, einen Fisch zu fangen. Und Schalentiere? Ich bin gerade dabei, Reparaturkits zu bauen, quasi, damit wir Rüstungen reparieren können, weil dann brauchen wir nicht so viel. Wir haben schon einige Rüstungsteile doppelt, weil wir sie gefunden haben, quasi. Und mal gucken, wie das ist, wenn man die repariert, ob die dann auch an Wertigkeit verliert. Aber ich sag mal so als Beispiel: Sie haben eine Wertigkeit von 200, mit Reparaturkit wird das zwar repariert, aber nur bis 190. Kann ja sein, weiß ich nicht, müssen wir testen. Das könnte man nochmal machen. Ansonsten überlegen wir, ja, Eisen könnte man wieder besorgen, Menschen könnte man wieder besorgen. Unbedingt, weil wegen Ambrosia und wir können wieder jemanden aufs Rad der Schmerzen binden. Richtig. Das würde ich dann gerne machen, weil das habe ich noch als Aufgabe. Bevor wir Schluss machen, will ich noch ganz schnell meine Fischfallen hier fertig machen. Also eine Fischfalle habe ich ja schon. Ja, und jetzt habe ich noch eine Schalentierfalle. Platziere ich hier gerade so im Floß. So. Ach, da bist du. Pack ich mal dahin. Und auch die brauchen eine Handvoll Insekten. Ja. Ich pack da jetzt erstmal jeweils 10 rein, beziehungsweise 11, und gucken wir, ob dann da ein Schalentier drin landet, beziehungsweise ein Fisch. Gucken.
gucken wir mal, weil das wäre natürlich schön für unseren Speiseplan als Ergänzung, auch wenn Heinrich nicht so der... Boah, mit 9 Insekten kriege ich 9 unappetitliche Fische. Okay. Und beim Schalentier, was kriege ich hier? Unappetitliche Schalentiere. Okay. Ja, dann mal gucken, was daraus wird. Ja. Also, einschalten und dann wissen wir wieder mehr. Liken, kommentieren nicht vergessen und reingehauen. Ciao. Tschüss.